Die wichtigste Voraussetzung für eine großartige Massage ist das Gefühl in unseren Händen. Dieses Gefühl kannst du immer üben. Spüre die Texturen, die um dich herum vorhanden sind. Die Materialien, dich selbst. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit im Gefühl. Und ein bisschen fortgeschrittenere Variante ist die bewusste Lenkung von deiner Aufmerksamkeit sowohl in das Spüren als auch in das Empfangen. Nehme zwei Hände zusammen und reibe sie aneinander. Aber jetzt, man sieht es nicht von der Seite, aber ganz in meinem Kopf, tief weiß ich, meine rechte Hand berührt meine linke. Ich steuere meine Aufmerksamkeit in die linke Hand. Wie nimmt sie diese Berührung wahr? Ist sie angenehm? Ist sie zu schnell vielleicht? Oder zu langsam? Für mich gerade heute? Oder zu grob? Oder zu sanft? Oder vielleicht ist noch sanfter, noch angenehmer? Wie nimmt meine linke Hand passiv diese Berührung wahr? Wie geht's meiner rechten Hand? Wie nimmt sie die linke Hand wahr? Ihre ganze Oberfläche, die Fingerspitzen, Fingergelenke, Handfläche, vielleicht auch tiefer. Ich lenke meine Aufmerksamkeit zurück in die empfangende Hand. Und dann andersrum, die linke Hand berührt die rechte. Und sie ist jetzt aktiv und ich spüre, was meine linke Hand zu berichten hat. Und wie fühlt es sich für die rechte Hand an? Jetzt bin ich voll mit meiner Aufmerksamkeit beim Empfangen. Und ich werde langsam kleiner mit meiner Bewegung und spüre nach die leichte Vibration zwischen den zwei Händen. Spürst du diese Impulse auch? Du kannst auch deine Hände intensiv aneinander reiben und auseinandernehmen. Spürst du den Raum dazwischen, diese elektrischen Impulse dazwischen? Das ist einer der schönsten Nachweise, dass die Energie tatsächlich existiert und nicht nur esoterischer Bullshit ist. Unsere Hände können ganz oberflächlich spüren, aber auch den tieferen Druck mit den Muskeln, mit Gelenken, mit den Knochenhaut wahrnehmen. Deswegen überkreuze jetzt bitte deine Finger und drücke sie, presse die Hände zusammen. Was spüren in diesem Moment deine Fingergelenke, deine Handgelenke? Bei der stärkeren Berührung wirst du es auch wahrnehmen. Am meisten Gefühl bei der Massage hast du bei der sanften Berührung. Weil wenn die Finger zu stark irgendwohin pressen, geben sie eher eine aktive Behandlung als empfangen die Information. Und aus meiner Erfahrung, aus den Rückmeldungen der Menschen, aus meiner Weiterbildung, die Berührung wird als viel schönere wahrgenommen, wenn die Person einfach dich erforscht. Wenn die Person einfach die Informationen über deinen Körper mit dem Tastsinn sammelt. Natürlich ist es manchmal wichtig, Kraft in den Fingern zu haben. Egal ob am Intimbereich oder irgendwo anders, wenn man mit den Triggerpunkten arbeitet. Aber die meiste Zeit ist es wichtig, hier und jetzt in der Wahrnehmung zu bleiben und deine komplette Achtsamkeit in diese Wahrnehmung zu richten. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Übungen und mit der Anwendung.